Und so, wir kommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Weiter geht's hier im Shogun Theater. Wir wurden gebeten, auf die Bühne zu kommen. Sind der Ehrengast in dem Theaterstück. Mal schauen, let's go. Bist du der Sheriff dieser Stadt und stellst dich mit mir entgegen? Oh, du hältst dich für einen harten Kerl. Die werden ja sehen. Wir beide werden uns duellieren. Siehst du Feuer, drücke A. Zu früh oder zu spät, du verlierst. Drücke A nur bei Feuer. In dein Gesicht. Unser Held zog schneller und machte Konfetti aus den Banditen. So kehrte dank des geheimnisvollen Frieden wieder Frieden ein. Meint ihr, dass hier Frieden sein wird? Ha, 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 du Rast. Da hast du dich zu früh gefreut. Der nächste. Denn jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Gesetzeshüter. Gut. Die versuchen eine richtige abzulenken, damit man losschießt. In Windeseile besiegte unser Held auch diesen Banditen. Diese zwei Banditen werden den Frieden nicht mehr stören. Ich sage euch ja mal ein, wir können nichts anderes machen. Ach, du bist also dieser möchte gern Gesetzeshüter? Schnell wieder ins Rampenlicht, Mario. Beste Schau, Alter. Meine Bande hast du besiegt, doch kannst du es mit mir aufnehmen? Ja, mal schauen. Yes. Schnell wie der Blitz besiegte unser braver Held auch den Anführer. Und so ließ unser Held für immer den Frieden in der Präriestadt einkehren. Danke, braver Gesetzeshüter. Danke, Mario. Yahoo! Tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann dahinter laufen. Hinter die Bühne. Und erhalte hier Pappmacho Sniffet Revolver. Okay, alle Minis gefunden. Nice. Vielleicht andere Seite noch. Und Altot. Ich diese Show moderiere, aber nach den ersten Proben hat man mich zum Kaktus umgesetzt. Ja, so ist das, ne? War so nicht gut genug. Okay, wir setzen uns wieder hin. Vorher sprechen wir mal ab. Die Show kann weitergehen. Es war wirklich toll, Onkel. Können wir uns auch mal duellieren? Bitte, bitte. Warum hast du nie gesagt, dass du so ein großartiger Schauspieler bist, Mario? Ja, so stand diese Szene doch gar nicht im Skript. Die sollten Konfetti aus dir machen. Ha, für Impro-Theater hatte ich noch nie viel übrig. Zeit für die nächste Bühne. Vorsicht, dass deine heldenhafte Fassade dieses Mal keinen Riss bekommt. Wir fahren nun zur nächsten Bühne. Bitte achten Sie auf Ihre Arme und Beine, um Knicke zu vermeiden.
Ja, das ist ja ein nices Theater. Wieder auf mal ein Stockwerk nach oben. Gezwungenermaßen sogar mit ganzem Trotz. Das ist ein Aufzug? Perfekt, dann sind wir in 0,6 bei der Luftschlange. Einmal hier das Theater überstehen. Berdo. Hey, Schönheit, bereit die Stadt unsicher zu machen? Okay, sehr interessant. Rote und grüne Kupas hier. Ja, verzieht euch, ich habe die Lady zuerst gesehen. Hey, jetzt macht mal langsam, Jungs. Euer Enthusiasmus ist ja absolut süß, aber keiner von euch hat das gewisse Etwas, das mein Herz zum Klopfen bringt. Ich brauche einen starken Erfolgstypen, einen erfahrenen Abenteurer, der sich von nichts in Verlegenheit bringen lässt. Ach, und wie es der Zufall will, höre ich, dass wir einen Promi im Publikum haben, auf den diese Beschreibung zutrifft. Er hat einfühlsame Augen, einen buschigen Schnurrbart, definierte Beinmuskeln für weite Sprünge. Komm rauf auf die Bühne, Mario, und dann sehen wir mal, wie du mit diesem Tunichtguten umspringst. Okay. Let's go. Hallöchen, mein großer, starker Latzhosenträger. Wie entzückend, dass du heute dabei bist. Du bist also der Verlierer, auf dem dieses Vögelchen steht. Nicht cool. Ja, yeah, sehen wir mal, wie viel der wirklich drauf hat. Tanzen wir. Ach, wie wundervoll. Dabei habe ich heute nicht einmal Geburtstag. Ich möchte euch nur um einen fairen Kampf bitten. Seid nicht allzu gemein zueinander, in Ordnung? Ja, hopp. Ja. Weg mit dir. Okay, was kann ich jetzt machen? Geh mal tanzen, dann kommt der. Ah, jetzt haben wir es verstanden. Wir sind nicht mehr, wir besiegen die einfach. Alle Grünen weg wahrscheinlich, ne? Naja, wieder kommen die Bosse. Ha, du hast also tatsächlich was drauf, aber jetzt war's auch nur Spaß. Jetzt kommt nämlich die Choreografie für Fortgeschrittene. Wir können eigentlich den roten angreifen. In Ordnung, haut ab. Einer weg. Und der zweite auf. Ha, ausgezeichnet. Platt gemacht. Ich wusste, dass du diese Mixnutze an die Wand tanzen wirst, aber oha, das Marienfieber hat mich erwischt und du bist das einzige Heilmittel. Ohnmächtig. Komm schon, Mario, jetzt reiß ich doch mal zusammen. Das ist doch nur ein Bühnenkuss. Oh, jetzt verstehe ich.
schauspielerst, von deinen Gefühlen überwältigst zu sein. Ich liebe Impro. Was für ein Pech, mein lazosiger Held. Trotz all meiner Warnungen hast du Ei im Gesicht. Und nun muss ich die Bühne verlassen. Ciao, Mario. Ich werde von unserer nächsten gemeinsamen Vorstellung träumen. Uff, und Lotskrit hatte sie eigentlich nur zwei Zeilen. Geht's dir gut, Mario? Ja, mir geht's gut. Tut mir leid, Mario, wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Vorher gehen wir wieder links rein. Hier gibt's nur ein Herz. Okay. Kann ich denn nicht rein? Schall. Hier rechts ist diesmal nix. Oder geht das da rein? Dann setzen wir uns wieder. Amuel, wir sind ja eine Etage nach oben. Okay, wir können nicht zurück. Das sollte ich wissen. Mario, dieses Schauer so gewalt. So viel Romantik, ich bin ganz überwältigt. Aber was, vergiss die Romanze. Die Kampfszene war so heftig. Ich wünschte, ich hätte Hände, um sie dann zu Fäusten zu ballen. Pah, so hätte dieser Akt nicht enden sollen. Jetzt mal ehrlich, mit Marios fehlendem Schauspieltalent hat sich das gezogen wie Gummi. Im nächsten Akt haltet ihr Pappmachos euch besser ran, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Ganz oben wartet dann der Boss auf uns. Dritte Vorstellung beginnt jetzt. Vorhang auf. Nun erleben wir eine beeindruckende Vorstellung des Bocce Balletts. Interessant. Wieder auf die Bühne. Was erwartet uns jetzt? Sollen wir wieder tanzen? Alles klar, Mario. Dreh dich. Oh, das wird nix. Hier soll einfach kaputt gehen. So. Hopp, hopp. Jetzt gibt's natürlich wieder Ärger, war ja so klar. Ein Herz nicht mit. Einfach alle zerstören. Ich habe mal euch weg. Muss ich überhaupt einen machen? Ja, die sind auf einmal alle verschwunden. Juhu! Mit dem Kopf wackeln. Tut mir leid, Mario, wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Diesmal gehen wir als erstes rechts. Ich gebe diesmal nur ein Herz. Da KP voll. Am Ende heißt es 100% tot gerettet, die gerade wieder zuschauen. Hier ist leider nichts.
sieht ja irgendwie verdächtig aus. Kann ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. So, weiter geht's. Mare, du kannst kämpfen, Schauspieler und tanzen. Gibt es überhaupt etwas, das du nicht kannst? Sprechen. Die erste Hälfte war langweilig, aber dafür war die zweite Hälfte toll. Hämmer bringen Schwung in jede Ballettveranstaltung. Oh, mir reicht jetzt aber, wie du alle in die Schaus stiehlst und dich selbst ins Rampenlicht drängst. Willst also der Star sein? Na gut, komm her und finde heraus, wie hart das Promi-Leben wirklich ist. Weiter geht's nach oben. Vorstellung Nummer 4. Es ist soweit. Wir haben das Ende unserer heutigen Premiere erreicht. Ah, seht mal. Die Spule für die blaue Luftschlange. Da ist sie. Endlich haben wir sie erreicht. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um den Darstellern zu applaudieren. Ja, Dikopas mit Beria. Großartige Vorstellung aus. Und hier kommt er, der Held der Show. Verbeug dich mal Mario. Das ist vielleicht unsere letzte Chance in die Nähe der Spur des Kommandanten Mario. Okay, immer abspeichern. Okay, was sagst du? Sieh jetzt nicht hin, Mario, aber ich habe hier Pilze, die dir sicher helfen können. Eigentlich habe ich keine Lizenz für den Verkauf hier. Also nicht rum erzählen, ja? Okay, brauchst du Pilze? Okay, mit Dreierpack. Danke. Ihr Kretins, kulturelle Krumpenpicker. Mario im Rampenlicht, das ist obszön. Los, geknebelte Ovation für den wahren Star, nämlich mich. Der elastische Entertainer, Gummiband. Ah ja. Wie viele Gummibänder sind das jetzt? Ach, deswegen sind Tote ja auch mit Gummibändern gefesselt. Wer bist du denn? Hältst du dich etwa für einen Chef hier? Weil dein Auftritt gerade ja schon schön schick war. Das stimmt. Jedenfalls, mein Freund Mann hat dir auf dem Weg hier schon 100 Mal die Schau gestohlen. Frag nur die Leute. Hey, stopp mal. Was steckst du hinter der ganzen Theatergeschichte? Warum ist denn jede falsche Vorstellung voller Fallen und fieser Tricks? Hals und Beinbruch, das sagt man doch nur so. Stell dir mal vor, wenn Mario wirklich etwas passiert wäre. Find's nicht wahr, schließlich bist du ja nicht aus Gummi. Moment, aber du bist aus Gummi. 1000 kleine Gummibänder. Dann bist du also der Fiesling, der die ganzen Torts gefesselt hat. Gib zu, Bänderberg. Welcher Monolog? War das Impro? Ich bin entzückt, Kleines. Hast du nicht mal selbst an einer Karriere auf der Bühne gedacht? Aber wir wollen den Tag nicht vor den Abend proben. Jetzt ist es mal Zeit für eines. Eure der Nier. Was? Macht euch bereit, Banause. Nun küsst ihr die Bretter, die die Welt bedeuten. Einmal Schub nehmen. Jetzt
hier einfach einmal einen Glühbirn, dann fliegt das Ding auseinander. Die elastische Energie meines Stipsgummis zu spüren. Achtung! Wahrscheinlich dehnt sich. Schnips fallen. Kann doch nicht einfach unsere Felder wegschnipsen. Die brauchen wir doch noch. Die komische Gummibänder sind jetzt auch überall gespannt. Was sie wohl sollen. Frage ist, was machen diese Gummibänder? Warte mal, Fragezeichen. Laufen da rein, dahin, dahin, dann anmachen und dann mit den Händen. Jo. Passt. Eine Aktion mehr mache ich noch da rein. Ja, lass ihn mal, ne? Versuche doch mal in eines der gespannten Bänder hineinzulaufen. Wehtun können sie dir nicht. Zu spät. Hätte ich mal versucht direkt. Und loslassen. Okay, das hat schon mal viel abgezogen. Archie wagt es, an meinen Kopfputz zu ziehen. So springt man doch nicht mit einem Star rum. Rückschlag. Schau mal, er konnte sich nicht alle Gummibänder zurückholen und jetzt fehlen ihm welche. Man erlebt ein fesselndes Solo. Passt auf, gleich könnt ihr euch vor Rührung nicht mehr rühren. Gummi. Ah, geblockt habe ich. Das heißt, wenn wir da jetzt reinlaufen. Frage ist, was passiert, wenn ich da reinlaufe? Ich mache das jetzt einfach mal so. Springe ich rüber? Lauf nah an den Gegner, ehe du die Fall arbeitest. So weit zurück, wie du kannst. Und lass sie zurück. Ja, das hat mir ja schon herausgefunden. Ach, in die Richtung. Wo die Pfeile dann... Ah, okay. Das sind sozusagen auch einfach nur normale Pfeile. In die Richtung laufe ich dann. Ich. Am besten gar nicht mitten in den Dinger. Wenn wir das jetzt schon so lassen, laufen dahin und zu den Armen. Mache ich hier noch. Die sind ja schon am Arm, ne? Das heißt, mache ich hier noch mal zwei rein. Dann ballern wir richtig. Scheiße. Nehmen wir Hammer, ist egal. So schwer ist er nun dann doch nicht. Naja, er fühlt sich auf, ne? Ja. Das war richtig schlecht.
Alles blöd. Lauf mal hin. Lauf ich dann von dem Gummi aus in die Mitte. Okay, das passt. Ne, doch nicht. Ich laufe dann gar nicht weiter nach oben, sondern nur ein Feld und dann weiter nach links. Okay, interessant. Autsch. Festgebunden. Bewegungsunfähig. Hau ab. Das tut weh. Den kann man irgendwie vermeiden, ja. Wenn man sich blockiert dann ja. Ah, oh, ist das blöd hier. Reicht das, wenn ich das so laufe? Von dorthin machen? Kann ich da von hier auch greifen? Je weiter weg vielleicht, desto stärker, ne? Kann ich ziehen? Okay, Hälfte haben wir ungefähr schon mal. Nein, ich habe mich schon abgewehrt. Oh Mann, ernsthaft. Jetzt bin ich weg. Okay, 26 sieht aber nicht ab. Lauf. Lauf. Wir laufen jetzt nach links, dann da hoch. Könnten hier anmachen. Am besten irgendwie nach oben noch. Aber wir haben keinen Pfeil nach oben. Ich verstehe das nicht mehr mit den Gummibindern. Auf jeden Fall das Herz nehme ich mit, das ist schon mal gut. Und von so weit weg lohnt sich das zu machen. Bäm! Na, das ist weit weg. Und wir müssen näher. Ah, Mist. Felder müssen besser liegen, ey. Jetzt dahin laufen, dann da und dann weiter nach links laufen, dann kommen wir dahin oder nicht? Soll ich das jetzt verstanden? Nein, das sollte den dahin drehen.
eventuell dann dahin. Mal schauen. Wir laufen so und dann nach links, genau. Dann nach oben. Ja, perfekt. Die schubsen mich nur nach oben, nach unten oder so. Und dann laufe ich trotzdem weiter nach links, wenn ich so ein Gummiband betrete. Okay. Einmal noch fast in die Mitte und dann sollte es. Ey, sollte es gewesen sein. Es ist zu Ende. Scheiße. Jetzt hätten wir. Wir hatten die Lösung schon. Ob man. Ich möchte den jetzt noch gerne besiegen, ey. Let's go, wir sehen uns beim Boss. So, wieder ungefähr an der gleichen Stelle. Das hat nicht mehr viel Leben hat. Wirklich nur zweimal habe ich jetzt gemacht. Und mit mal zwei direkt fast schon hier besiegt. Und jetzt bekommen wir wieder. Ja, sind wir eingeschnitten. Aber ich bin gerade drüber gesprungen. Da hätte ich jetzt springen können. Das hätte geklappt. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt Leben. Sehr schön. Laufen da. Laufen da. Wir brauchen jetzt mal ein. Genau. Dann laufen wir nach links. So. Schade, dass wir jetzt keinen mal zwei haben, aber es sollte reichen. Wir laufen da, da rum, drum rum. Da, dann weiter nach links, dann hoch, hoch. Ja, genau so. Und wenn man es verstanden hat, wie es geht, dann ist es ziemlich einfach. Ja, das weiß ich, wie es geht. Lauf trotzdem nach links, ne? Und so, let's go. Wir sind nah genug, das wird dich besiegen. Okay, ist noch nicht ganz zu Ende. Er fällt einfach um. Komm. Schau nur, wie das Band wankt und wabbelt. Irgendwie voll eklig und schwer zu greifen. Ja, Vandal, meine Blöße. Das mitten im Rampenlicht hat mich zum Alleinunterhalter degradiert. Das sollt ihr mir büßen. Zeit für die naturalistische Methode. Wow, fast wieder tot. Ernsthaft? Das heißt, wir werden da jetzt normal angreifen. Hier nehmen wir mal ein Herz mit. Wenn wir jetzt da drauf springen oder mit Hammer machen, sollte es doch funktionieren. Null. Oh, vergessen. Tja, aber irgendwie müssen wir noch doch die Oberhand gewinnen können. Wie? Drauf springen? Ein Versuch ist es wert. Ich werde da jetzt einfach mal drauf springen.
Der ist aber zu elastisch dafür. Und greifen können wir ihn den auch wahrscheinlich auch nicht, oder? Wir müssen ihn greifen. Zack, 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 ja, den machen wir da und dann da. Eine andere Möglichkeit gibt es jetzt gar nicht. Oder? Aha. Jetzt. Können wir doch gar nicht greifen, ernsthaft. Das ist doch so blöd jetzt hier. Jetzt haben wir dich. Und schießt das Ding weg. Durch die Wand. Von der Bühne runter. Okay, sehr interessant. Wir hätten jetzt auch noch verlieren können. Alter, was für ein Kampf. Ah, und weh. Marit Schocke, wie konntest du nur? Schlechte Welt, Grauen kein, Triste und Gerechtigkeit. Muse, lauschet, wer hier spricht. Hört ihr denn meinen Klang nicht? Ach, es dünkelt mir die Sicht. Erlischet nun mein Bühnenlicht, bloß wegen diesem frechen Wicht. Der gummizupfend feige Ficht. O Zeiten voller Niedertracht, so war sie dies, die letzte Schlacht. Adieu, denn nun ist Schicht im Schacht. Alle Tots befreit. Können wir jetzt die Blaulochstange aufrollen? Na, du hast diesem Theater ein Ende gemacht und unsere Gefangenschaft auch. So, jahoo! Na komm, wir wollen das noch machen, gut. Das ist klar, jetzt müssen wir nur noch die Lochstange lösen. Ja, das machen wir jetzt noch. Einmal zerstören hier. Und somit haben wir die zweite zerstört. Als nächstes soll ja jetzt wahrscheinlich die gelbe kommen. Grün, rosa. Ich denke mal rosa zum Schluss. Nee, rosa kommt nach gelb, dann grün. Blaulochstange gelöst. Yes. Der Sack wird auch größer. Hör auf, nimm mal Wiedersehen, Blaulochstange. Gut, Mario, jetzt geht's zurück in die erste Etage. Also nimm bitte wieder Platz, glaub mir. Ist besser so. Ja, da werden wir uns dann beim nächsten Mal hinsetzen, oder? Ist hier noch ein Speicher? Das hat der gespeichert. War wirklich großartig. Ich habe mich etwas schlecht gefühlt, weil ihr nur zugeschaut habt. Klatschen konnte, aber ich habe super laut gejubelt. Dann fahren wir noch zurück. Jetzt geht's abwärts.
Bumm. Schön, ey. Schöne Vorstellung von uns. Jetzt können wir heim. Nice, ey. Blauschlange geht es um die Torskerl, dann wären wir hier wohl fertig. Du warst richtig toll auf der Bühne, Onkel. Aber jetzt geht es erstmal raus hier. Ein bisschen frische Luft. Frische Schokoluft schnuppern. Trotz gerettet, ja. Das war auch eine lange Vorstellung heute. Beim nächsten Mal werden wir durch den Park wahrscheinlich noch laufen oder so. Mal schauen. Ich bin gespannt, wo es dann als nächstes hingehen wird. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur noch, ich bin Marcel, bleibt fit, fit und chill. Und ciao.